So, wir sind die erste Pistol-Round. Doppel-Kit bei NKJ und Console, der heute für Hunden spielt. Trickt mit Smoke, Doppel-Flash bei Borup. Geht erstmal nach unten in Richtung mit Luki. Angeschossen. Syrsa und Jitter offensiv mit Stefan in der Top mit. Und da hat Trick nicht mit gerechnet. Auch Arkor ist raus. Glazy bekommen Instant ins Gesicht. Tja. Also, das ist doch mal ein starker Anfang für Attex. Keinen einzigen Mann verloren und Kito macht 3. Gibt direkt eine M4, eine AUG, eine Scout, eine MP5 und eine Shotgun. Trickt ja, mit Pistols only, ohne Granaten, ohne Kevlar geht's Richtung B. Und natürlich kann jetzt NKJ ordentlich abräumen. Er hat die ersten Steps schon gehört, genauso wie Stefan auf Short. Aber Trickt geht lieber nochmal zurück, auch in Richtung Mitte. Da ist Syrsa nur noch im Window. Pickt mal oben top mit, trifft den ersten Shot gegen Arkov, vielleicht raus, damit kurz mitkommen kann. Stefan mit der M4 Probleme, reicht aber für einen, für zwei. Bombe ist down. Arkov auf 16, Borup auf 18, einen einzigen 5. Schnappt sich Syrsa. Aber ins natürlich gibt's den Trade von Console. Ein 2-0. Für Attacks. Ah, die erste Baron Patrick. 5 Arcas, wir sind Smokes, Flashes, Doppelnate. Und erstmal heißt das abwarten, die Mitte etwas später angehen. Syrsa hat die erste AWP, dafür ohne Kevlar. Und die ersten Granaten machen leider keinen Schaden, denn Syrsa hat sich da ein bisschen zurückgezogen, aimt spät nochmal Richtung Underpass, Richtung kurz nach. Steht Glaze schon, Syrsa ist bekannt im Window. Console. Ja, guckt mit der MP5 noch mit, er gibt eine Window Smoke, bekommt den ersten Schuss durch die Smoke Rick und Stefan versucht da im Window mitzuhelfen, dass es eben keine Window Boost gibt. Borup schnappt sich jetzt Syrsa. Erster Entry auf dem A-Spot. Window Smoke liegt noch. Kurz mal kommt rein. Console an den Stairs. Hört die Steps im Connector. Und Tricked scheint hier auf den A-Split zu tendieren. Glaze sneakt sich aus der Smoke raus. Oh, bislang noch unentdeckt. Nur da dürfte gerade Console einen Blick drauf haben. Jawohl, schnappt sich den ersten Trade, schaut oben nochmal Richtung Palace nach Arkor, sieht den Stairs stehen, Window ist Stefan down und auch natürlich immer noch Console, der bekannt. Die Flash ist gut. Hier gab es eine schöne Support-Flash rein. 3 gegen 3, alles offense, Spade und sitzt nicht. Immer noch Console, jetzt mit 3. Und dann muss Borup richten. Palace bekannt. Rampe die Bombe, Kito mit der AWP im CT-Spawn, NKJ jetzt aus dem Jungle mit der Shotgun. 20 Sekunden. Snedka. Sie dürften eigentlich das Scopen von Kito im CT gehört haben. NKJ schiebt nochmal rüber. Bombe ist down. Kito mit einem. Und Kito weiß, Borup war oben im Palace. Borup kommt raus. Aber Kito gewinnt das Duell. 3-0 Attex. Guter Start auf der ersten Map. In der nächsten Pistol Eco. Ah, es gibt 4 Deagles. Durchaus eine Chance, da ein paar Headshots für sich sprechen zu lassen. Mit Klaus Rampe zu zweit Underpass, mit da oben noch die Bombe defensiv von Syrsa. Na, piekt mal kurz unten rein. Na, dürfte den ersten eigentlich gespottet haben. Und es gibt den. Ah, Window Boost, der etwas umpositioniert wurde, um da vielleicht gerade die AWP im Window rauszunehmen, mal rein zu peaken. Glaze hat eigentlich eine gute Position, nur Syrsa ist weg. Gibt die erste Rotation von NKJ. Connector steht, Borup auf 30, Glaze auf 30, Console ist raus, trifft die Shots nicht mehr. Und dann hagelt es doch den nächsten Matcher für Borup. Kito ist down. Oh, CT steht. Syrsa, der lässt sich nicht mit dem One-Shot rausnehmen. Und immer noch NKJ
hinter Jungle. Stearson pickt nach. Bombe down auf Shots. Ja, dürfte eigentlich schon eine erste wichtige Info sein. NKJ hält das Window frei. Da hat es keine Möglichkeit mehr. Und Stearson rechnet damit, dass vielleicht auch hinten schon was kommt. Bombe droppt jetzt offensiv Richtung Short. Und es ist nur noch Lucky. Stearson hält den Gross. Sieht ihn durchgehen. Somit weiß man Bescheid. Stefan wäre da gewesen. Aber Stearson ist schneller. ...4-0 Attacks. Eigentlich muss man ganz klar sagen, unerwartet. Denn ich hätte gedacht, dass da Tricked am Anfang ein bisschen stärker auftrumpft. Ist in ihrer zweiten Byron. Stearson offensiv Palace. Oh, hat Zeit gegen Glaze reinzuheimen. Wieder der erste Vorteil für Attacks. Gibt eine erste Flash raus. Rampe pusht durch. Kito defensiv Default Plan. Stearson schafft es raus mit 70. Kito bekannt. Und Kito flasht sich nochmal raus. Guckt nochmal Rampe nach. Sie den ersten zurückspringen. Connector steht immer noch. Snedka, Borup aufgeteilt. Das sind 1 gegen 4, 1 gegen 3. Borup ist bekannt. Auf 30 HP, da kommen sie close. NKJ lässt nichts mehr anbrennen. 5-0 Attacks. Nur Tricked, man schließt sich spät rein zu forsten, spät zu investieren. Gibt 4 AKs, eine MP5, wieder gute Granaten, Molotovs, Smokes, Flashes. Aber Attacks wirft erstmal ein paar Offensivgranaten rein. Na, jetzt kommt die erste Stairsmog. Stearson trifft den Shot nicht. Und Tricked möchte da rauslaufen. Kito auf 30 ist One-Shot. Jawohl, dann können sie instant traden. Glaze, Vice City könnte noch was stehen. Oh, wird da unten vom Ticket abgeschossen. Stearson hält den Cross-Shot Richtung Default Plant. Glaze auf 12 HP ist ein erster kleiner Vorteil für Attacks. Denn dadurch hätten sie mindestens schon mal einen schnellen Trade. Na, sie kommen jetzt. Schauen wir Richtung Connector. Links gespottet, rechts ebenfalls. Borup, da ein bisschen zu offensiv, aber Snedka ist da. Und das ist eine Ein-Mann-Überzahl für Tricked. Und alles liegt an Stefan. AK, Kevlar, Kit, Smoke, Flash. Oh, bekommt er schon gut Damage durch die Smoke gedrückt. Unglücklich. Aber Glaze liefert ab. Schnappt sich 3 in der 6. Runde und besiegelt somit den ersten Erfolg für Tricked auf der Mirage T-Side. Scheinen also den Bann endlich gebrochen zu haben. Dass man da jetzt vielleicht noch eine zweite Runde hinterhersetzen kann. Es gibt ein paar erste Defizite bei Attacks in Form von wenig Granaten bei Kito. Dafür aber immer noch Full Rifle Setup. Stearson steht unterhalb der Smoke. Console. Ah, ein bisschen zu offensiv, aber NKJ auf Short. Ah, macht da einen guten Eindruck bisher. Glaze, Lucky. Und wieder Stearson. Wieder Stearson. Und heute ist er gut drauf mit der AWP. Und das verspricht schon mal viel für unser erstes Best of Dubai Attacks. Lucky close am Connector, Stearson noch immer an den Stairs. Ah, riskiert nochmal einen Peak in Richtung Connector, aber Lucky kann erfolgreich rausnehmen. Bombe down, upper mid. Und das ist jetzt tricky für Lucky. Schnappt sich auch noch NKJ. Ah, Mitte oben steht. Kito, oh, mit dem guten Fokus. Da hat Lucky leider nichts mehr zu sagen. Und es gibt keine Anschlussrunde für Tricked. 6-1 Attacks. Gibt nochmals die Pistol Eco Round. Man muss Geld sparen für die nächste Bar Round. Stearson diesmal ohne AWP, hat es nicht mehr gereicht, pusht die Mitte offensiv, Arco auf 40, Stearson mit dem ersten, Stearson mit dem zweiten, mit dem dritten, na, da hapert es ein bisschen. Und sie können zum ersten Mal traden, Tricked. Gäbe allerdings nur eine MP9, was natürlich
nicht gerade stark wäre. NKJ sieht sie beide Mitte oben. Wir sind also beide bekannt. Und ich glaube, wir dürften weder Lucky noch Borup viel rausnehmen diese Runde. Und man verliert, wie gesagt, nur die SMG. Nur die MP9 bei Ajax. 7-1 Führung, die achte Runde zum Greifen nah und Tricks. Ah, sie können bei drei Mann reinkaufen. Nur Snedka und Glaze haben noch nicht genug auf der Bank. Müssen da also mit den SMGs auskommen. Nur welche Taktik könnte hier aufgehen? Also sie gehen wieder auf den A-Execute, der eigentlich bislang nicht gut funktioniert hat. Kito. Close unten an der Rampe. Oben Stairs. Dead Console. Sjursson ebenfalls mal richtig Connector. Der Molotov macht ein bisschen Schaden. Console muss da raus, ist blind. Sie kommen Rampe, aber erst spät. Und auch Glaze hilft jetzt den Molotov rein. Na, der Force Kito im Unterholz raus, ist bekannt, ist flashed. Kito auf 60. Und Trick bekommt bislang nur einen Entry. Jetzt den zweiten. Sjursson mit einem Trade, mit dem wichtigen Trade. Hat hinten NKJ als Backup. Der bekommt den Anschluss auf 9 durch die Smoke gedrückt. Das ist jetzt bitter für Ajax. Ah, sie haben keine großen Chancen, da diesen Execute aufzuhalten. Aber Trick lässt sich immer noch sehr viel Zeit. Sjursson. Oh, hat Rampe gespottet. Mit der AWP trifft den Shot nicht. Und NKJ, Stairs statt Snedka, hat keinen Fokus drauf gehabt. Stefan von Short ist ein ausführbares 2 gegen 3 für Ajax. Oh, und Stefan schnappt sich beide durch den Connector durch. Nur noch Snedka. Und er hat 20 Sekunden. Bombe liegt da und er weiß, irgendwo Mitte kurz stand was. Und Sjursson im CT-Spawn. Und die Zeit mit 10 Sekunden ist vorbei. Tja, unglücklich für Tricks. Richtig unglücklich. Sjursson. Wieder gegen Pistols, gegen den Scout. Ja, Trick aufgeteilt. Rampe, Top mit B-Apps, Underpass. Ja, doch Lucky bekommt keine Chance. Oh, Snedka mit dem schönen P250 Headshot. Kurz steht, Connector steht. Stefan. Dann hält er erstmal den Cross in Richtung Connector. Und dessen Endcage, wenn er eine B-Spot hält. Snedka, Glaze, Nuki. Mitte unten. Oh, Glaze mit der Scout. Trifft den ersten Shot gegen Stefan. Die Deagle aber reicht nicht zum Vollenden. Mitte unten pusht. Kito geht einfach offensiv durch. Tja, und bislang können die Dänen nicht wirklich abliefern. Vielleicht liegt es gerade daran, dass natürlich ein Hunden raus ist. Dass Ajax nicht mehr die normalen Taktiken spielt, sondern mit NKJ versucht er vielleicht so ein bisschen unpredictable zu spielen. Sjursson mit der AWP auf dem Gelände auf kurz. Ah, schön gemacht, Snedka raus. Auf 50 angeschossen. Konsole steht close. NKJ auf Short bekommt ins Gesicht von Glaze, der da schon vom Connector stand. Oh, Konsole prefired, 50, 10 HP ist raus. Und das ist jetzt eine Ein-Mann-Überzahl für die Dänen. Arco, aimt nochmal Connector ab. Da wartet immer noch Kito. Sjursson im CT-Spawn, Stefan auf dem B-Spot, deckt da eher in Richtung Apps ab. Aber Boro bekommt den Headshot 1 HP, aber schafft es trotzdem noch Stefan rauszunehmen. Sjursson über Kitchen, Kito über Top mit. Ah, da stand Arco mit der AWP noch und die Bombe tickt. Sjursson muss sich entscheiden. Ajax hat nicht gerade viel Geld auf der Bank. Man muss da erstmal sparen gehen, die Waffen durchbringen. Das bedeutet also eine zweite Runde
auf dem Konto von Tricked. Attacks mit AWP, die gesichert wurde, und der Autosniper bei Kito. Mitte abgeaimt. Aber Tricked wieder mit einem etwas langsam, etwas defensiveren Aufbau. Die Mid-Smoke für Window kommt erst spät. Währenddessen man wieder oben vor App steht. Oh, Palace, Syerson mit Glück noch überlebt. Schafft das da zurück Richtung Jungle. Aber Borup schnappt sich den ersten Entry. Glaze. Close Connector. Na, es ist ein 4 gegen 4, aber eben mit 19 HP bei Syerson, also im schnellen Vorteil für Tricked. Nur den müssen sie erst noch bekommen, denn Syerson, gerade wenn ihr WP in der Hand hält, steht diesmal auf Kurz, schaut Richtung Nuki, schaut Richtung Connector, erster Smoke geht auf, sie stehen zu zweit unten drin. Und Syerson hat noch den falschen Fokus. Jetzt geht's durch die Smoke drauf. Konsole hinten mit der M4 mit einem. Konsole weiß, da ist noch einer. Das Pendant sitzt nicht gegen Glaze. Und jetzt muss Stefan abliefern. Sieht sie beide crossen. Oh, das ist unglücklich. Molotow liegt, Smoke liegt. Stefan oben an der Stairs. Schnappt sich die Bombe. Und Glaze hat 20 HP Granate. Oh, fliegt ein bisschen zu kurz, um da Glaze zu finishen. Aber hat jetzt die Autosniper in der Hand. Schaut Richtung Stairs, Richtung Connector. Die Bombe kann er picken. Aber Stefan macht das gut mit der M4S. Und erneut gibt es keine Anschlussrunde für Tricked. Attacks mit einer sehr, sehr starken Dominanz. Ja, nochmal Force Baron. Klar, Tricked braucht Runden. Koste es, was es wolle. Syerson versucht die Smoke blind. Kurz geht offensiv. NKJ muss zurückrudern. Und bislang gibt es nur Schaden gegen Arcor. Glaze, kurz pushen sie durch mit dem ersten Trick gegen NKJ, was vielleicht noch eine Arcor oder eine M4 noch bedeuten würde. Luki, Borup, Bombe on Spot. Und das in dem 3 gegen 3. Doppel Arcor und CZ gegen die AWP mit Doppel M4. Syerson aimt hinten den Spot ab. Konsole schaut nach links, schaut nach rechts, Richtung Bank, Richtung Spots. Droppt jetzt langsam raus und weiß, Window ist frei. Gibt einen Molotow in Apps, eine Smoke Richtung Side. Konsole. Na, sneakt sich immer weiter vor. Holt sich ein, aber Instant Comedy Trades. Und diesmal reicht es nicht bei Attacks. Auch vom Geld her ist man wieder sehr, sehr limitiert. Könnte also eine Sparrunde einlegen. Allerdings mit 1,7, 1,4 bei NKJ und Syerson könnte man auch reinforcen. Wird aber nicht getan. Lieber auf Sicherheit spielen, denn ich meine, 10 Runden sind schon mal eine Hausnummer, die Attacks hier vorgelegt hat. Na, die Pistols. Bislang ohne Impact. Syerson, NKJ. Vielleicht bekommt er ja die Chance, eine AK mitzunehmen. Steht immer noch im Connector drin. Na, wird ein bisschen geprefired. Oben auf der Box schnappt sich Borup. Aber in Glaze kommt NKJ nicht mehr vorbei. Letzte Runde, erste Halbzeit. Ist es ein L4 oder ein 10-5 für Attacks? Wir sehen Doppel M4, Scout, Farmers, Shotgun und Attacks pusht offensiv in Richtung Underpass, wo oben abgeaimt wird. Arcor hat einen Blick drauf. Und es gibt den ersten Vorteil, fast noch den zweiten. Oh, Luki sprayt da einfach nach unten durch, schnappt sich so mit NKJ und Konsole. Und es ist die Einmann-Überzahl für die Dänen. Syerson mit der Scout hat eine kleine Gap Richtung Short.
Kito mit Pech gegen die Rampe. Die erste M4 ist raus. Von Stefan. Ah, schiebt schon über Kitchen durch. Sirson gedoppelt. No-Scope sitzt noch gegen Glaze. Das heißt, zwei Trades sind schnell bei Stefan drin. Aber Glaze überlebt einfach mal mit 5 HP. Und somit ist es das 10 zu 5 zur Halbzeit. Attex mit Überraschung. Also einem extrem guten Start auf der Mirage City Side. Water Piss Around is Life. Kit, Smoke by Glaze. Smoke, Doppelflash by Console. Ah, sie pushen unten Underpass offensiv, wissen, okay, Underpass ist frei, VB ist frei, Attacks muss also vor dem Arsplit in der Mitte stehen. Und da kann man schon den ersten Mann verschieben lassen. Lucky im CT. Oh, drückt dann einen ersten Shot gegen Kito mit. Der Bombspot gehört Attacks. Und die pushen jetzt rein Richtung CT-Spawn. Glaze, oh, die checken die Ecke nicht, Glaze! Hätte er 2 setzen können, piekt nochmal nach. Glaze mit dem... Die MSP ist leer, muss nachladen. Jetzt kommt Stefan von der Seite, aber Lucky ist mit da. NKJ gegen 3 im CT-Spawn und natürlich Kagel 2 Headshots. Console, Sirson, On-Spot, Palace. No, sieht 2, sieht 3. Console lässt sie erstmal auf sich zukommen, trifft die Shots nicht. Auch Süß und hat kein Glück mit der Glock. Und es ist eine erfolgreiche Pistol Round bei Tricked. Na, ein bisschen unglücklich gelaufen bei Attacks. Immerhin die Bombe gelegt. Was eine erste AK bei Stefan in die Hände spielt. Borup in der Mitte. Sieht 2-3 durchlaufen. Na, traut sich nicht mehr offensiv zu pieken. Smogt sich lieber Windows Windows ab. Und dafür steht auf kurz noch das Backup. Der Molotov geht nicht auf. Sirson hat eigentlich eine gute Prediction. Granate kommt erst spät. Console hofft auf den B-Push. Ja, hofft erneut drauf, dass Tricked ausschließen möchte. Nur klar, die haben natürlich die Rifles. Ja, die haben den Vorteil. Warum also irgendwo offensiv die Runde vielleicht noch verdaddeln? Und Attacks wartet vor dem A-Spot. Na, hofft er jetzt gerade vielleicht mit Console so ein bisschen anzufaken, der sich jetzt langsam Richtung B sneakt, aber Glaze hat einen guten Fokus und trotzdem geht's raus. Snedka oben, Upperwood. Na, lässt sie ein bisschen durchcrossen, schnappt sich Sirson, schnappt sich Kito. Oh, da unten Stefan hat keine Chance. Unglücklich die AK nicht zum Einsatz bringen können. Der Vorsprung schrumpft. Nur 3 Runden Führung für Attacks, aber jetzt die erste. Ah, man könnte sagen Byron, wenn man mal von den beiden Deagles bei NKJ und Konsolen absieht. Kito mit einem Molotov, sie pushen Mitte offensiv, bislang noch ohne Flash, die kommt jetzt erst. Kito ist blind. Oh, da ist kein Backup. Stefan kommt erst spät. Mitte steht noch offensiv. Stefan ebbt noch die Smoke-Kante ab. Arkos schafft es zurück. Und auch im Underpass ist Sirson nicht erfolgreich. Es geht also wieder in die Unterzahl für Attacks. NKJ, Stefan, immerhin mit der AK, die man jetzt aufgenommen hat. Gibt einen ersten weiteren Trade. Einer für Stefan, einer für NKJ. Aber immer noch
Eine Einmannunterzahl. NKJ im Window. Schaut Richtung Kitchen, schaut Richtung Jungle, währenddessen hinten nur defensiv abgeaimt wird. CT defensiv, Jungle defensiv, B etwas offensiver in Apps, um früh Infos zu bekommen. Snitka aimt den Spot Cross ab. Und da dürfte er gleich NKJ spotten. Es gibt eine CT-Flash, die ist gut. Snitka aber hört die Steps, da kommen sie close. NKJ raus. Das macht Snitka bärenstark. Tja, und die Führung scheint so langsam zu bröckeln bei Atex. Also, nach dieser starken CT-Performance kommt man jetzt auf der T-Side nicht so ganz rein. Snedka nimmt die Mitte ab, Atex kommt spät. Erster Shot sitzt, zweiter auch, Kito auf 60, NKJ auf 60. Und Arcor steht kurz schon bereit. Sollte Atex da jetzt schnell Richtung Kurz versuchen durchzulaufen. Mal versuchen, den Deagles noch so ein bisschen Schaden auszuteilen, aber bislang ist es echt nicht viel. Konsole. Gito, Stefan. Die P250 Close vom Connector muss man aufpassen. Nicht, dass da Borup den Kopf sieht. Konsole mit Pech, Kurzsmoke, Kurzflash. Und dann droppt man, doch noch nicht ins Window rein. Kito, Stefan lassen sich immer noch sehr viel Zeit. Borup. Connector, schön Ball niedergesprayt. Es ist das 10:9. Atex hat jetzt die Chance nochmal. In der Byron, ohne die Deagles, sondern eben mit den Rifles in der Hand, den Ausgleich abzuwehren. Gibt die AWP für Süße und gibt die Arkas. Aber wieder Snedka. Wieder Snedka. Und Syrson bekommt einfach keine Chance, sich auf der T-Side zu entfalten. Kito unter dem Connector. Borup hat ihn bislang nicht reinlaufen sehen. Und das könnte eine Chance sein. Läuft jetzt ein bisschen weiter zurück. Kito aus der Smoke raus. Das ist bitter. Das ist sowas von bitter. Edgex wird einfach komplett denied. Die bekommen keine Möglichkeit. Weder in der Mitte, noch im Connector, noch auf dem B-Spot, noch im Palace. Alles liegt an NKJ. Probleme im Finishen von Luki. Den ersten bekommt, aber instant ist Snedka zur Stelle. Uiuiui. Und da greift Tricked tief. Tief in die Trickkiste rein. Der Ausgleich ist geschafft. Atex aber geht nochmal ins Investment. Syrson mit Deagle Granaten, der Rest mit AKs, Kevlar Helmen. Und erstmal abwarten. Wir sehen die gemeinsamen 5-Mann-A-Execute. Sie doppeln den Connector-Trick. Ebenfalls Luki unten im Underwood. Gibt die ersten Granaten raus. Ohne Smokes, dafür mit Flashes. Luki hört viele Steps. Sie müssen Underwood checken. Luki ist raus. Stefan mit schönen Entry. Snake mit den Anschuss. Snake muss traden. Und es geht aber trotzdem in die Unterzahl für Tricked. Und weil Edgex einfach offensiv sich nicht verrät, sondern wirklich erst spät mit der Flash um die Ecke kommt an der Rampe. Und somit ist es nur noch Glaze. Und der steht hinten im Window drin. Defensiv. Gibt die AWP für Syrson. Aber Glaze bleibt vorerst noch am Leben.
Es ist ein kleiner Lichtblick am Ende des Tunnels. Man lässt das zwar zum Ausgleich, kommt noch der 10-5 Halbzeit. Aber die Führung. Die Führung gibt es für Tricked erstmal nicht. Ja, die müssen sich jetzt entsprechend hart erarbeiten. Haben noch immer ein paar gute Reserven auf der Bank. 4000 bei Luki, bei Snedka, bei Borup. Glaze noch mit 6000 und mehr. Und Attex. Hat 4 Waffen durchgebracht, was ebenfalls ein bisschen Ersparnis ist auf der Bank. Luki diesmal im Sandwich, wieder Connector gedoppelt. Attex kommt wieder mit der Einzelflash raus. Die Granaten kommen spät. Luki, wieder kein Glück. Diesmal war er nicht blind. Konsole mit einer Smoke. Stairs gibt die Granate rein. Die macht gut Schaden. Konsole 50. Die Flash hinterher. Stefan nicht blind. Konsole, die nehmen das Bot ein. Die Smokes, die Molotovs liegen gut. Konsole, jetzt geprefired von Borup, den da oben drauf sehen hat stehen. Bombblend kann man ebenfalls hinein. Und Trick bekommt das Glück durch die Smokes. NKJ, Searson, Kito, eine Ein-Mann-Unterzahl. Bombe in der Hand. Searson schaut in Richtung Jungle. NKJ hält den CT-Spawn, gibt nochmal einen Molotov hinterher. Sie haben noch 2 Flashes, haben noch eine Nade. Aber eben keine Smokes mehr. Das ist unglücklich. Eine erste Flash Richtung Stairs und da vielleicht mal kurz rumzuziehen. Muss nur aufpassen, den Connector stehen sie unten defensiv. Sie wissen, Tricked. Sie haben eine Überzahl. Warum also das Ganze riskieren? Snedka. Lässt ihn keine Möglichkeit mehr. Searson wird gepusht, auch Glaze ganz offensiv. Und das ist der direkte Ausgleich. Wieder alles offen. Alles auf einem gleichen Level beim 11:11. Nur Attex hat Geld. 4000, 4,7, 4,3. Sie könnten investieren, tun es aber nicht. Gerade natürlich aus Rücksicht auf Konsole und NKJ, die eben nur 2 bis 3000 hatten. Also eine gute Chance für Tricked, jetzt hier die Runde zu gewinnen gegen die Deagles. Und Attex versucht es in Richtung Mitte. Jetzt mit 2-3 Mann close vor dem Connector. Dessen Konsole langsam in Richtung B sneakt. Vielleicht der B-Split, der hier aufgebaut wird bei Attex. Über kurz, über Apps soll's draufgehen. Onspot warten sich schon. Glaze, sieht 2, sieht 3. Kann aber nur einen mitnehmen. Stefan auf 11. Molotov Richtung Apps rein. Da brennen sie jetzt an. Süßer auf 60. Und Arcor. Jawohl. Macht nochmal 3 Mann down. Zum ersten Mal. Tricked in Führung auf Mirage. Bislang wurde da auf beiden Seiten noch kein taktisches Timeout gebraucht. Attex. Wieder mit der AWP bei Searson. Kevlar Helm, aber Snedka ist schneller. Diese eine Millisekunde, die einfach schon vor Searson im Winterschnitt abnimmt, gibt ihm erneut die Möglichkeit. NKJ, die Flash im Connector. Snedka war blind, musste zurückrudern. Aber Arcor steht auf kurz da. Und NKJ hat einfach keine Chance, da wegzukommen. Unglücklich, Attex. Gerade dieser wichtigen Byron. Das würde Tricked die 13 ermöglichen. Danach gibt es die nächste Pistol Eco für Attex, also auch die 14. Und dann dürfte sich Attex keinen einzigen Fehler mehr erlauben, wenn sie ihn auf Mirage noch eine Chance haben möchten. Konsole mit einem ersten Trade. Na, die Bombe bringt er erstmal Richtung Jungle. Schaut Kitchen, ob da vielleicht jemand rotiert. Arcor hält Jungle von Short aus. Wir stehen auf kurz im CT. Na, aber noch keine Möglichkeit mehr. 13. Runde Tricked Attex mit gerade mal 2.500 Dollar auf der Bank. Und das reicht einfach nicht. Das ist einfach viel zu wenig.
Na, gibt wieder Offensivgranaten Richtung Rampe. Attack Softs mit den Deagles und den P250s da unten an der Rampe. Vielleicht anstelle ein Bombplant auf A zu bekommen. Mit ein bisschen Glück vielleicht die AWP zu dodgen. Keto traut sich als erster rum. Schaut Richtung C, den Springen sehen. Ja, Sluki ist bekannt, gibt die Granate Richtung Tetris. Ah, die macht guten Schaden an Stefan. Aber sie können nicht Richtung Spot crossen. CT steht, Borup steht. Jawohl, schnappt sich 1, 2, 3. Den vierten macht's Netka. Und es ist Keto und der hat keine Chance mehr. Die vielleicht letzte Chance bei Attax. Nochmal mit der Buyround. Overtime abzuwehren. Searson kauft sich spät die AWP. Stellen sich erstmal breit auf. Richtung B, Underpass, Richtung Rampe Palace. Lassen dabei die Mitte erstmal offen. Ja, unter Luki raus, aber Borup mit einem wenigstens einen Trade. Und dann gibt es die Granaten Richtung A-Spot. Ah, Molotov Richtung Palace. Da kommt aber keiner. Attax traut sich nicht raus und faked das Ganze nur. Ah, sie hofft, dass man jetzt ebenfalls gerade auf dem B-Spot einfach rüber Richtung A schiebt. Nur da kommt gar nichts. Da kommt nichts außer den Granaten. Und jetzt pusht Attax den B-Spot. Und da steht aktuell nur einer. Und zwar ist es Glaze mit der Arke. Den ersten springen sehen. Guckt nochmal nach. Lässt die ersten runterdroppen. On-Spot stehen sie. Glaze. Oh, mit Problemen. Immerhin noch eingesetzt. Da kommt das Manderpass raus. Ist ein 2 gegen 2. Sie haben Kids, sie haben eine Molotov, eine Nate, eine Flash. Also durchaus Möglichkeiten. Nur die Bombe ist bislang nicht gelegt. Wird für kurz geplantet. Perfekter Zeitpunkt, um jetzt aus Kitchen rauszugehen, mit einer Flash Richtung Short zu schauen. Arco ist blind. Und das ist perfekt für Konsole. Snetka aus Kitchen raus mit der CZ. On-Spot steht, kurz steht, schnappt sich Steffo und er weiß, dass Konsole offensiv auf kurz unterwegs war. Schaut mit der AWP, trifft den Shot nicht. Granate rein, diffused an. Oh, Snetka wartet und schafft es nicht. Konsole. Und die Overtime bei Tricked erstmal temporär denied. Nur Attax braucht selber noch zwei Runden, um wieder auszugleichen. Und in den zwei Runden kann Tricked auf jeden Fall nochmal in die Buyround gehen. Und schwören diesmal auf die Doppel-AWP bei Arco und Snetka. Na, die ersten Granaten Richtung A-Spot. Flashes, Smokes fliegen da rein. Gibt aber noch keine Overrotation. Sie gehen auf den Split über Rampe, über Underpass. Borup. Na, es gibt den Window Boost. Und den müsste eigentlich gerade Snetka spotten. Hat er auch. Oh, Borup mit 2 im Connector. Das heißt, der Split ist erstmal weg. Überzahl tricked. Und sie laufen, legen die Bombe defensiv am Default Plant. Console. Ah, sie haben nur kurz angefaked. Hatten da gehofft, dass man vielleicht sich zeigt in CT. Konsole gedoppelt, Stairs obendrauf und alles liegt an Searson. Ein 1 gegen 4. Hinten Jungle die AWP. Schnappt sich den ersten, schnappt sich. Oh, nicht den zweiten. Er macht überall ein bisschen Schaden. Aber es ist die sichere Overtime für Tricked. Immerhin Attax die Bombe gelegt. Auch wenn es nicht ganz für die Rifles reicht, gibt es immerhin viele Granaten. Es gibt eine Scout, es gibt die Deagles. Und eine MAC-10. Oh, Keto, schön in der Mitte. Wo der blind war. Connector steht noch. Borup. Oh, Probleme. Hilft die Granate Klaus, oben drauf sind Glaze, kann die Scout rausnehmen, sie wollten auf den B-Split gehen, der Molotov kommt rein, Arcor, sie laufen durch, jawohl, er kann einzeln rumpieken, dann erst kommt Searson mit dem Trade und er bekommt die AWP, Searson ist gefährlich mit der AWP. NKJ muss warten, Searson kommt close, Glaze hat das gehört, das Scopen gehört, aber es gibt noch keine weiteren Granaten rein von Tricked und dann steht auf kurz Borup, NKJ bekannt, Onster mit der MAC-10. Das ist ein 1 gegen 4, das kann er eigentlich nicht gewinnen. 1-0 Tricked.